Klima und Partnerschaft, das ist wichtig. Menschenwürdige Arbeit, ja, auch das ist wichtig. Mein Name ist Christoph Zulauf, ich bin CEO von EBP Schweiz AG. Wir sind Teil eines internationalen Unternehmens EBP. Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen im Engineering- und Beratungsbereich und wir haben uns seit unserer Gründung vor über 40 Jahren dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Und damit ist auch klar, dass wir die gleiche Zielsetzung wie B-Lab verfolgen und uns damit auch einiges mit B-Lab verbindet. Die Agenda 2030 ist zu langsam unterwegs. Wir müssen diesen Prozess beschleunigen, wenn wir diese Ziele alle tatsächlich bis 2030 erreichen wollen. Ich bin überzeugt, dass wir ein nachhaltigeres Wirtschaften in der Schweiz und international brauchen. Das ist ein Ziel, das wir mit unseren Dienstleistungen bei EBP verfolgen. Und auch B-Lab verfolgt diese Zielsetzung und darum unterstützen wir B-Lab und möchten selber auch Teil dieser Community werden. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass Unternehmen den regulatorischen Anforderungen einen Schritt voraus sind, weil letztlich nachhaltiges Wirtschaften sich lohnt, weil viel Innovation, weil viel Erfahrung in der Wirtschaft geschaffen wird, die letztlich eben auch wieder für die öffentliche Hand wichtig ist, wenn es darum geht, diese Bestrebungen beispielsweise in regulatorischen Vorgaben umzumünzen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass all diese Innovationen, diese Erfahrungen, diese Wissensvermittlung, die in der Wirtschaft passiert, eben letztlich auch von Nutzen ist für die öffentliche Hand. Der Privatsektor sollte mit Schweizer Institutionen in der Art und Weise zusammenarbeiten, dass Erfahrungen, das Wissen miteinander geteilt werden können. Es geht darum, Kooperationen zu bilden. Es geht darum, gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsarbeiten anzustoßen. Es geht darum, Plattformen zu bilden, um den Austausch zu fördern, zu katalysieren und so das Wissen über nachhaltiges Wirtschaft, über die nachhaltigen Ziele und wie man diesen Zielen eben möglichst gut Genüge tun kann, Vorschub zu leisten. Die Schweizer Regierung sollte nachhaltiges Wirtschaften und die nachhaltige Entwicklung fördern, indem sie einen guten regulatorischen Rahmen schafft, indem sie Voraussetzungen schafft, um eben nachhaltiges Wirtschaften attraktiv zu machen, um letztlich Orientierung zu geben, wenn es um Best Practice, wenn es um Standards, wenn es um Zertifizierungen geht. Und die öffentliche Hand sollte selber auch nachhaltige Leistungen in der Wirtschaft nachfragen und das entsprechend auch so einkaufen. Wenn ich ein SDG zuerst erreichen könnte, dann wäre das heute aus Schweizer Perspektive vermutlich Ziel 17, nämlich das Ziel der Partnerschaften. Wenn wir die SDG bis 2030 wirklich gemeinsam erreichen wollen, dann braucht es Partnerschaften, dann braucht es den Schulterschluss zwischen Firmen, zwischen Institutionen, denn wir sind zu langsam unterwegs auf diesem Weg bis 2030. Auch wenn wir uns in einem Wettbewerb befinden, wir alle sind in einem großen Wettbewerb, in einem Wettbewerb gegen die Zeit und es gilt, gemeinsam in Partnerschaften voranzutreiben, voranzuschreiten, damit wir diese Ziele bis 2030 gemeinsam erreichen können.